Hey Leute, ich habe heute ein neues Video für euch. Wie einige wissen, hatte ich ja Geburtstag und ich wollte euch meine Geburtstagsgeschenke zeigen. Da die meisten Feiern jetzt sozusagen durch sind, habe ich eigentlich so ziemlich alles jetzt und das wollte ich euch jetzt halt zeigen, weil ich möchte es endlich wegräumen. Es nervt mich nämlich, wenn das alles immer nur so rumsteht. Aber damit ich halt nichts vergesse, habe ich jetzt noch nichts weggeräumt und ja, ich fange jetzt erstmal an mit Sachen, die ich mir selber gekauft habe. Und zwar einmal waren das 4 Glade-Kerzen. Zweimal die Apple Kiss, das Apfelzimt. Und zweimal die schwarze Johannisbeere. Einmal habe ich schon an, deswegen die jetzt stellvertretend. Und dann haben 2 Freundinnen und ich, lieben Grüße an euch, haben wir einen Flug nach Miami gebucht. Und ja, das war sozusagen mein Geschenk an mich mit. Und das war ja nicht ganz so billig, deswegen, ja, naja. Aber ich freue mich schon mega, mega, mega. Das wird bestimmt voll anstrengend alles, aber egal, es wird sich lohnen. Ich freue mich schon so unfassbar. Ja, dann mache ich als erstes mal weiter mit den Geschenken von meinen Eltern. Von meiner Mama habe ich bekommen, beziehungsweise von meinen Eltern halt, ne, habe ich einmal diesen Blumentopf bekommen. Der ist so richtig süß. Und haben sie mir halt geschenkt. Als Herbstdeko sozusagen. Und ich denke mal, wenn man dann noch so ein bisschen Kunstschnee hinmacht hier, dann sieht das auch als Weihnachtsdeko ganz cool aus. Ja, kommt noch eine andere Pflanze rein. Die war jetzt aber halt dabei. Und die ist halt nicht so der Burner. Aber sonst finde ich das richtig, richtig, richtig schön. Und ich hatte mir ja nur eine Sache von meinen Eltern gewünscht. Die habe ich auch bekommen. Und zwar diese Bluetooth-Box von JBL, die Flip 4. Und die gab es nämlich bei Kaufland mit solchen Punkten billiger. Meine alte hat nicht mehr funktioniert, die hat sich nicht mehr verbunden. Und da hatte ich mir halt die gewünscht, weil die richtig, richtig gut ist. Und für den Preis dachte ich mir so, ja, besser wie Originalpreis. Genau, die habe ich halt auch bekommen. Und das war, wie gesagt, das Einzige, was ich mir wirklich gewünscht hatte von meinen Eltern. Aber dabei ist es natürlich nicht geblieben. Dann habe ich noch eine Yankee Candle bekommen. Das ist die A Calm and Quiet Place. Eine meiner liebsten Düfte. Die werde ich dann auch gleich wieder anmachen. Die war nämlich schon mal an, wie man sieht. Und das ist ein frischer Duft. Und der riecht halt richtig nach frisch gewaschener Wäsche. Und so richtig, oh, einfach nur toll. Ich liebe diesen Duft. Nach Sandelholz, genau. Ja, die habe ich mir auch selber ausgesucht dann sozusagen, weil Mutti mir auf die Nerven ging. Ja, such dir noch was aus und bla und blub. Und das war halt eine zweite Wahlkerze, war also billiger, weil hier hinten ist die Schrift weg und das Wachs ist halt so ein bisschen verfärbt. Aber mir ist das ja relativ egal, Hauptsache der Duft ist derselbe. Genau, dann habe ich einmal Socken bekommen. Das sind 3 Paar von Chibo mit so Ankern drauf. Richtig schön. Socken kann man immer gebrauchen und über sowas freue ich mich halt auch immer richtig. Weil, wie gesagt, braucht man immer, ne? Dann habe ich euch ja im Haul erzählt, dass ich noch 3 Calcedonia-Strumpfhosen bekomme und das sind diese hier. Einmal die. Ich hoffe, das geht vom Licht, sorry. Dann einmal diese hier. Und einmal die wunderschöne. Und die haben je 9,95 gekostet, das kann ich euch sogar sagen. Dann hatte ich etwas ausgepackt, da habe ich mir so gedacht, so wozu, was soll das? Und zwar einmal 24 Stück Batterien. Ja, da dachte ich mir halt so, wozu Batterien? Ne? Fragt man sich ja dann schon. Und die Antwort war dann dieses große Paket. Und zwar ist das ein Schwibbogen, wie man sieht. Und der ist richtig, richtig schön. Und den werdet ihr dann aufgebaut und beleuchtet sehen, wenn ich weihnachtlich dekoriert habe und euch das zeige. Ich möchte auch auf YouTube aktiver wieder werden. Ich habe so ein paar Videoideen. Mal gucken, wie sich das umsetzen lässt. So alleine drehen und so. Ne? Bisschen schwierig. Aber kriegen wir schon hin. Genau. Dann habe ich noch 2 Lush-Kugeln bekommen, und zwar meine Intergalaktik. Ich liebe die, das ist meine Lieblingsbadekugel. Und die Lucky Cat Bath Bomb. Es müsste so eine pink glitzernde Katze sein, wenn mich nicht alles täuscht. So eine chinesische Lucky Cat halt, die so winkt, ne?
Und ja, die werde ich jetzt aber nicht auspacken. Wenn ihr die sehen wollt, müsst ihr mir bei Instagram folgen. Da zeige ich immer, was ich zum Baden benutze. Oh Gott. Ja, Link ist unten in der Infobox. Genau. Dann habe ich ja eine neue Arbeit angefangen. Und da habe ich noch von meinen Eltern, das zeige ich euch jetzt auch hier, etwas bekommen als Anfangsgeschenk sozusagen für die neue Arbeit. Und es ist auch etwas, was es bei uns auf Arbeit gibt. Beziehungsweise halt von dort, wo ich arbeite. Und zwar ist das dieser süße Herrnhuter Stern, weil ich bei den Herrnhuter Sternen jetzt arbeite. Und der ist halt so richtig schön. Das ist die Sonderedition von diesem Jahr. Das ist Limone. Genau. Und ich liebe diese Farbe. Die ist so richtig, richtig schön. Oh Gott. Ich liebe es. Davon habe ich auch ganz viele andere Sterne schon und freue mich schon, wenn ich die im Winter dann wieder raushängen kann, sozusagen. So, das ist mir das Auseinanderbauen hier. Und ja, so sieht die Verpackung aus, für die, die es interessiert. Das ist halt, wie gesagt, die Sonderedition. Ich habe auch noch die, finde ich die gleich, die türkise Sonderedition vom letzten Jahr da. Sieht so aus, auch richtig schön. Oh Gott. Vorletzten Jahr, glaube ich, sogar schon. Letztes Jahr müsste Magenta gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber den habe ich leider nicht, obwohl ich den richtig schön finde. So, genug davon geredet. Kommen wir zu den nächsten Geschenken von meiner Tante. Hatte ich mir nur Geld gewünscht, wegen Amerika halt, weil teuer und so, ne? Da habe ich einmal eine Packung Hanuta noch bekommen und eine Tüte Gummibärchen. Beides sehr, sehr geil. Werde ich mit auf Arbeit nehmen, nebenbei da schnabulieren. Dann habe ich noch eine Badekugel bekommen. Die ist mit Honigmilch. Und die sieht auch richtig schön aus. Genau. Das habe ich von meiner Tante bekommen. Dann habe ich von meiner Liebsten Nina bekommen. Einmal diese wunderschöne schwarze Samtkarte mit diesem Holo. Herzlichen Glückwunsch. Ich liebe sie. Dann natürlich noch mit süßem Text. Ach Gott, ich liebe die Karte. Dann habe ich einmal M&M's bekommen, Salted Caramel. Das ist schon eine neue Tüte, die andere habe ich schon aufgegessen. Ja, sehr lecker. Falls ihr die noch nie probiert habt, tut es auf jeden Fall. Es macht süchtig. Dann habe ich dreimal von Lindt einmal die Freak Shake Schoko bekommen. Die sieht schon richtig lecker aus, ich freue mich schon, die essen zu können. Dann die Frozen Joghurt, Karamell und Cookies. Oh, die sehen alle so lecker aus. Ich musste mich echt zusammenreißen, da ich die nicht schon esse. Dann die Frozen Joghurt. Genau, die drei habe ich von ihr bekommen. Dann habe ich drei Feiglinge bekommen. American Iced Tea, beste Sorte, die es gibt. Kann jetzt auch endlich trinken. Dann hat sie selber gemacht. Dieses kleine süße Einhorn hat sie selber gehäkelt. Gehäkelt war es, glaube ich, ne? Ja. Das sieht richtig, richtig süß aus. Das bekommt jetzt einen Ehrenplatz. Und dann habe ich noch einmal von Dracklemoon Miracles Essence Sternstaub Vanille Patchouli bekommen. Hatte ich, glaube ich, noch nicht. Oder? Nein, ich glaube nicht. Freue ich mich schon, das austesten zu können. Und das schönste Geschenk von ihr, auch wenn alles so schön ist. Ich habe mich so unfassbar gefreut und ich dachte, sie verarscht mich. Ist von Kat Von D, das Parfüm. Und oh mein Gott, ich liebe es und es riecht so fucking gut. Und oh Gott, ich liebe, habe ich schon mal gesagt, dass ich es liebe. Ich wollte mir schon kaufen, seitdem ich das erste Mal dran geschnuppert habe, aber ich war zu geizig und dieser Flakon ist so schön. Guckt euch das mal an. Oh Gott, ich werde es mir auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn es irgendwann leer ist. Ich habe es jetzt auch schon jeden Tag benutzt. Und ich liebe es so sehr. Dann habe ich noch von einem Bekannten diese Karte bekommen. Und auch noch Geld auf mein Sparbuch. Genau. So, dann rutsche ich mal ein Stück weiter hinter. Von der lieben Lisa habe ich mir eine Einkaufskiste gewünscht. Und diese habe ich bekommen, weil ich hatte keine. Ja, ist so voll random, du wirst alt, Zeug. Aber ich habe diese wunderschöne, große, blaue Einkaufskiste bekommen. Und ich liebe sie.
Dann habe ich mir noch ein Buch gewünscht, beziehungsweise sollte sie sich eigentlich eins von den Sachen aussuchen. Auf jeden Fall habe ich noch dieses Buch bekommen, Der Kruzifix-Killer von Chris Carter. Habe ich auch schon angefangen zu lesen und bis jetzt finde ich es richtig, richtig gut. Das ist ja so eine Reihe, da gibt es glaube ich 9 oder 10 Bücher. Und bis jetzt bin ich sehr, sehr angetan. Dann sollten sie mir eigentlich keine Tassen schenken, weil ich habe genug Tassen. Was hat sie mir natürlich geschenkt? Eine Tasse. Auf der steht super Freundin. Trendy, ein echtes Firebeast, energiegeladen und voller Ausdauer, sportlich und schnell. Echte Shopping Queen, humorvoll und herzlich, mobil und immer da, wenn man sie braucht. Sehr schlau. Diese wunderschöne Tasse. Und da sind auch noch Süßigkeiten drin. Und auf den anderen Geschenken hingen auch noch Süßigkeiten. Diese hier. Genau, das habe ich von der lieben Lisa bekommen. Und von Diana habe ich dieses Körbchen bekommen. Es ist jetzt schon ein bisschen zerstört und nicht mehr so hübsch wie am Anfang. Auf jeden Fall war da drin einmal das wachsende Einhorn. Das hatte ich ja schon mal von Nina bekommen und ja, das ist so schön. Ich hoffe, es kommt ein anderes Einhorn raus. Das werde ich jetzt dann auch gleich ins Wasser tun. Da schlüpft halt aus diesem Baumstamm ein Einhorn. Ganz einfach. So sieht's aus. Genau. Dann einmal aus der Tschechei. Hatte ich bei uns auch noch nicht gesehen. Sie nehme ich auch nicht. Einmal Kinderschokolade, Zirkus. Und zwar ist da halt Kinderschokolade drin. Und die hat so ganz einfach Zirkusmotive. Richtig cool. Ich liebe Kinderschokolade. Dann eine Badekugel mit so einem Papagei ist das, glaube ich, oder so. Steht hier. Ach, ein Tukan. Tukan Tango heißt die. Sieht richtig, richtig süß aus. Dann noch eine Seife. Das ist aus so einem Laden, was auch so handgemacht ist, hat sie gesagt. Mit Duft Meeresfrische. Bin ich auch schon gespannt, die jetzt zu benutzen. Dann 2 Schlüsselanhänger. Einmal ein Einhorn und einmal ein Herzchen. Und so ein Einhorn, was das Kabel frisst sozusagen, wo man hier sein Ladekabel durchmachen kann. So, ist da, was ich meine. Ich denke schon. Dann natürlich noch Süßigkeiten. Einen Einhornstift, der richtig, richtig schön ist. So, dann habe ich noch eine Kerze bekommen, auf der steht Best Girlfriend. Die ist auch richtig schön, die werde ich nicht anzünden. Das wird einfach nur Deko sein, denke ich mal. Also denke ich, mal gucken, vielleicht werde ich sie auch anzünden. Dann habe ich einmal so ein Türschild bekommen, richtig süß. Da steht drauf, Waiting for my Hogwarts Letter. Oh mein Gott, das ist so süß. Dieses da, das werde ich mir, denke ich mal, an meine Schlafzimmertür hängen. Dann eine Gryffindor-Kerze. Die sieht so aus. Und da ist halt der Löwe. Genau. Die ist von Primark. Von wo auch sonst. So, und dann als Kindheitserinnerung, wie alles anfing sozusagen, das war sehr lustig, hat sie mir geschenkt einmal eine Bravo-Zeitung. Da war übrigens dieser Popsocket mit einem Burger dabei. Ja, auf jeden Fall diese Bravo mit Leuten, die ich alle nicht kenne mittlerweile, aber ist ja egal. Sie ist von September, 11. September, ne? Und dann habt ihr jetzt schon gesehen, einmal dieses Kinderschminke-Set. Ja, muss ich dazu irgendwas sagen? Ich glaube, jeder kennt es, jeder hatte es. Und man hat einfach nichts gesehen. Und, ne? Aber so hat das halt angefangen alles. Und das hier war noch so die Deko, richtig, richtig schön. Die Blümchen. Da, richtig schön. Ja, genau. Und das waren alle Geschenke. Opa kommt noch. Von dem habe ich mir aber auch nur Geld gewünscht. Also auch nichts Besonderes sozusagen. Ja, Nachbarn und so kommen auch noch. Mal gucken, ob ich dann noch mal ein extra Video mache, je nachdem. Oder ich zeige es euch bei Instagram. Schauen wir mal. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut gerne bei Instagram vorbei, wie gesagt. Und ja.
Tschüssi.